So, wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir ein neues Update hochgeladen. Der Niklas war wieder fleißig und hat noch ein paar weitere Features eingebaut. Und die wollen wir euch hier kurz mal vorstellen. Das erste ist, wenn wir in die Trail-Übersicht reingehen, in die Einzelansicht, dann sehen wir jetzt, dass hier zwei Entfernungen angegeben werden, nämlich einmal die Entfernung des Trails, den der Runner gelaufen ist, das sehen wir hier, und dem gegenübergestellt ist auch die gelaufene Strecke des Teams, des Hundes, sodass man das nochmal vergleichen kann, wie viel mehr hat der Hund eigentlich an Strecke gebraucht, um den Trail des Runners abzuschließen. Das ist die eine Änderung. Die andere Änderung versteckt sich in den Einstellungen hier oben. Wenn wir da mal, hoppla, jetzt habe ich mich verklickt, in den Einstellungen, wenn wir da mal vielleicht auf die Einstellung gehen, dann stellen wir fest, dass wir jetzt hier beim Double Blind Trainer mehr Einstellungsmöglichkeiten haben. Ich gehe die mal ganz kurz durch. Bei der Toleranz geben wir in Metern an, ab wie viel Abstand zum Trail die App alarmieren soll. Hier dann beim Alarmton kann ich ein- oder ausschalten, ob mich einen Ton haben möchte. Manche Hunde sind ja recht schlau und haben das relativ fix raus, dass nun hier so eine Mantrailing-App mitarbeitet und reagieren recht sensibel dann auf den Alarmton. Dafür haben wir dann nämlich hier auch eine entsprechende Vibration. Das klappt bei den einzelnen Handys nicht immer ganz toll. Achtet da mal auf eure Einstellungen in den Handys. Da kann man nämlich auch einstellen, wie stark oder schwach der Vibrationsalarm sein soll. Dann, und das ist mir noch ein ganz großes Anliegen gewesen, wird der Runner Trail verborgen, wenn ich Double Blind laufe. Also das ist insbesondere dann interessant, wenn ich den Trail zugeschickt bekomme von der Person, die im Versteck liegt und den mir reinlade. Dann ist es mir ja gerade wichtig, wenn ich dann starte, dass ich nicht doch noch mal kurz blinzeln kann und schon ungefähr im Profil sehe, wie die Person gelaufen ist. Und dementsprechend auch die Einstellung, dass mir nicht gezeigt wird, wie stark die Abweichung vom Runner Trail ist. Das ist ja ganz wichtig. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch mal einstellen, um damit zu arbeiten. Ist vielleicht für denjenigen, der hinten mitläuft, auch mal ganz interessant. Also da habt ihr nochmal Einstellungsmöglichkeiten, wie er in der Feineinstellung euer Training hin bis zum vollen Double Blind selber gestalten könnt. Gut, das waren eigentlich die wichtigsten Neuerungen und Einstellungen, die wir eingebunden haben. Ich sage immer wir, das mache eigentlich gar nicht ich, sondern das macht der Niklas. Der ist da immer sehr fleißig und nimmt mich immer her, dass ich das dann immer alles vorstelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Und genau, kommentiert einfach mal unten, wenn euch noch etwas unklar ist.